jetzt geht's los. Mein erstes Mal. Ich habe viele so Träume gehabt, dass ich fliegen kann. Und das war genau dieses Gefühl, ziemlich knapp über dem Boden und so über das Gelände, über das Gebirge, über die Täler und so, die so drüber rasen und gleiten. Und dann kommt dieser Steigflug und das war für mich so das Gefühl von oh, sofort. Wenn du dann startest, dann magst du noch die Aufmerksamkeit, dann knistert das noch. Und dann nachher, wenn wir in der Luft sind, über der Stadt und so, dann merkst du wirklich die Entspannung. Und dann genau dieses Erlebnis, und dann konzentriert man sich auf das Teil. Dann erkennt man plötzlich, da ist ja der große Fernsehturm und da ist das Brandenburger Tor. Und dann ordnet sich die Stadt so zusammen und dann sagen sie, jetzt geht's schon wieder zurück. Genau. Und dann sage ich immer, die Zeit vergeht wie im Fluge. Unglaublich, dieses Gefühl im Körper. Ich spüre es in den Adern, in den ganzen Blutbahnen. Ich habe noch jetzt dieses Gefühl, ich habe so gemacht mit den Fingern. Deine ganze Sensorik ist mit angeschaltet. Du kannst das alles sehen, was du da ist. Du sitzt da nicht in einer Röhre mit so einem kleinen Fenster und sagst, wo bin ich jetzt? Wo sind wir jetzt rausgestartet? Dieses vor dir, unter dir. Und dann reagiert natürlich der Körper auf solche Sachen ganz, ganz anders. Und das ist auch das Schöne an diesem Fliegen. Sehen zu können, diese Sensation erleben zu dürfen. Dankeschön.